Hallo, und hier ist es auch schon der Teamkampf von Server 3 Hardcore Heroes gegen Utopie. Ist ja immer wieder mit Spannung zu erwarten, ein Teamkampf gegen Utopie, dem anderen Top-Team hier auf Server 3. Genauso wie Fight Club. Wir drei haben hier so einen kleinen Dreikampf hier auf Server 3, kann man sagen, die sich hier die ersten Plätze teilen, beziehungsweise immer mal abgeben. Fight Club hat sich herausgestellt, hat jetzt schon einen beachtlichen Vorsprung im Sinne von Ehre. Aber wir schauen einfach mal, wie sich das jetzt hier entwickelt gegen Utopie auf Server 3. Ja, Utopie hat ganze 5 Trophäen, genauso wie wir hier. Also ist es mal wieder ein Kampf hier auf Augenhöhe. Jeder hat 5 Trophäen, jeder hat 50% Malus, und somit kann man direkt die Stärke der Teams vergleichen. Stadi jetzt gegen Santri. Ja, wir sind ein Held im Nachteil. Das kommt daher, dass Utopie natürlich mit all seinen Kämpfern hier angetreten ist, mit all seinen 30 Kämpfern, aber niemand weiß, wie viele sich davon jetzt nun endlich wirklich angemeldet haben. Deswegen müssen wir hoffen, dass sich da noch einige herausgruppieren, die sich nicht für diesen Teamkampf hier angemeldet haben und somit mit zusätzlichen 50% Malus für Nicht-Anmelden hier antreten und insgesamt dann einen Fähigkeitsminus von 75% verbuchen können. So, jetzt kommen wir doch schon langsam hier in Fahrt. Wir gleichen jetzt hier aus durch der BO und kommen auf beide bei 16 weiteren Helden heraus. Und da könnte das hier doch noch was werden. Also doch noch was werden, ich habe ja nicht daran gezweifelt, aber da könnten wir hier doch noch klar. Jetzt der BO, sehr gut. Sie macht hier unsere Führung perfekt. Jetzt Malkor am Start gegen The Fury. Das wird ja super hier. Also Skillpunkte, die zeigen aber auch, dass wir schon die bessere Truppe hier beisammen haben. Mardcore besiegt ja auch noch Funmorph, deswegen jetzt ein Zwei-Helden-Vorsprung für uns, auch wenn er nicht lange gehalten hat, denn Robi Robin muss jetzt hier für unseren erledigten Mardcore in das Gefecht einsteigen. Robi Robin mal wieder mit einer schlechten Nein, mit einer schlechten Skillung, also schlechten Equip, könnte ich eigentlich den Dislike-Button wieder hier anwenden, ne? Mache ich aber nicht, denn der Dislike-Button, da muss schon mehrere geschehen, also mehrere Ereignisse kommen, ehe ich den hier verteile, weil der ist ja wirklich ziemlich böse. Chillflow mit einer super Vorstellung hier mal wieder. Also Schwächen kennt der Typ nicht. Das geht hier rucki zucki. Er wird hier auch noch Zeron zum Verhängnis werden. Und somit einen Drei-Helden-Vorsprung für uns, die den Hardcore Heroes herausarbeiten. Chillflow wird jetzt hier von Yoshila besiegt, das war ja nicht anders zu erwarten, aber trotzdem super Leistung hier. Impi jetzt am Start gegen Silverstar 1992. Ja, was soll ich groß sagen? Ich rede so ein bisschen vor mich hin. Lalilu, weiß, dass Impi jetzt hier gewinnen wird und den Silverstar 1993 in seine Schranken weist, und Max der Große wird zwar jetzt hier Impi besiegen, aber naja. Loot besiegt hier Max den Großen und JH Negative kommt in den Kampf für Utopie. Loot schlägt sich hier wacker und tapfer und super. Muss ich jetzt aber geschlagen geben. Und Erdecker auch nur mit Condi-Equip hier am Start. Ich verstehe es nicht. Also wirklich, was bringt einen 2000 Konditionen zu haben gegen Leute,
die im Grips und Intuition einfach mal 300 mehr haben. Das verstehe ich nicht. Das kann nicht gut gehen. Das ist einfach. Nee. Natürlich kann man Glück haben und die Gegner tun dann natürlich, wie jetzt gerade im Fall von Tohu, nicht einmal kritisch oder kritisch treffen oder ausweichen. Das ist natürlich dann Pech oder Glück für uns. Aber die Erfahrung zeigt, dass es eigentlich dann eher der Nachteil ist, wenn man viel Kondition hat. Dumm eins jetzt gegen Tremor oder Tremer. Ich glaube immer eher Tremor. Besiegt ihn hier ganz ohne Problemchen. Und Bells kommt in den Ring. Fünf Helden im Vorsprung. Das ist eine profitable und sehr lockere Führung hier von uns. Auch wenn Dumm eins hier jetzt von Bells besiegt wird, Solin wird die Sache regeln. Bells wird hier jetzt besiegt, wie ich es gerade schon angekündigt habe, von unserem Solin. Und Mega Metzi kommt in den Ring für Utopie. Vier Helden im Vorsprung. Das ist alles noch im grünen Bereich. Oily jetzt gegen Penny. Penny wird es hier Oily schwer machen und ihn hier besiegen. Aber es kommen ja noch so viele. Blubby, Dengur, ich, Boss, Phylixias, Egoist, Delphi. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh mein Gott. Mein Plattenspieler hat sich aufgehangen. Es tut mir leid, Leute. Ich meine natürlich nicht what the fuck, sondern what the fuck, what the fuck, what the... Nein. Oh. Was ist denn hier los? Ich meine natürlich die anderen Leute, die dann noch so kommen. Zum Beispiel unsere Top 5 und so weiter mit League und anderen schönen Gestalten bei den Hardcore Heroes. Utopie ohne Melonen am Start hatten wahrscheinlich schon bei dieser Kampferöffnung von unserer Delphi das Schauern im Rücken und wussten, Hardcore Heroes, die werden stark antreten, das werden wir nicht packen und deswegen keine Melone aufgeladen. Ich habe jetzt die Ehre, hier New Böhö zu besiegen. Eine große Ehre für mich. Und Purex ist am Start. Den dürfte ich ja auch noch gnadenlos niederdampfen. Genau, mit links jetzt auf den Boden gestampft, Kopf in den Sand gesteckt und weg war das Ding. Super Fabi wird jetzt hier besiegt von Sean Baker und unser Boss kommt jetzt in den Kampf, besiegt hier ohne weitere Probleme den Sean Baker und muss sich dann gegen den zweitbesten von dem Team Utopie beweisen, nämlich Laflo. Laflo besiegt jetzt hier unseren Boss, ist ja ein wenig normal, weil ist ja klar, dass Boss, der schon hier die Penny, nein, wer war davor? Ach, ich bin so vergesslich. Nubö, nee. Ha, ich weiß es nicht mehr. Egal. Jetzt Hero 3, der letzte im Team Utopie, haut noch eine Melone hier raus, um Phinixias hier ein wenig zu schwächen, aber alles in allem wird jetzt Blackpink 2 Melone ihn besiegen und das ist so. Der Gewinn für uns 970 Ehre, 16.000 Münzen, das ist super. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Fabei.